Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zurück zu Luigi's Mansion 2 HD. Hier wurde einst die edelsten Uhren im ganzen Land gefertigt. Deine Armbanduhr stammt sicher auch von hier. Schau mal nach. Zeit zum Einsatz. Freu dich, Luigi. Du darfst gleich das nächste Finstermondstück holen gehen. Es ist ganz oben auf dem Uhrenturm. Na dann, frisch ans Werk. Was soll denn schon schief gehen? Ja. Siehst du das, Luigi? In diesem Ingenieurshof finden wir das nächste Finstermondstück. Als die Anlage noch in Betrieb war, stellte man dort erlesenste Uhren aller Art her. Aber nun, da sie seit Jahren leer steht, nun ähnelt sie eher einem Geisterspielplatz. Es überrascht mich gar nicht, dass sich dort laut Paraskop ein Finstermondstück versteckt. Mit ein wenig Feinarbeit konnte ich sein Versteck sogar ganz genau festlegen. Es ist ganz oben im Turm. Siehst du dieses mächtige Tor, das ist das Uhrenturm. Es ist der einzige Zugang zum Uhrenturm. Hier, ich markiere dir den Raum, schnell auf der Karte. Ja, diesmal wissen wir, wo das Finstermondstück ist. Beste Bedingung, mein Freund. Kein kopfloses Stöber mehr. Absolute Erfolgsgarantie. Nichts. Kann schief gehen. Hier ist wahrscheinlich der Sandmann zu Hause. So viel Sand, wie hier rumliegt. Ja, einsammeln. Die hauen ab. Okay. Aha. Komm her. Und du auch noch. So wenig habe ich nur eingesammelt. Oh Mann. Irgendwo ist hier hundertprozentig ein Buho. Okay, also hier müssen wir drehen. Jetzt ist jetzt die Frage, bis wann muss ich drehen? Okay, ich muss anscheinend genau richtig stoppen. Da als einziges rein. Okay, es ist eine Bombe gewesen. Was macht der da?
Grün, Rot. Rennt er aus dem Bereich raus. Na komm. Komm, du musst da rüber. Du kommst da eh nicht rüber. Alles einsammeln. Oh, da ist noch so ein Vieh. Komm her. Komm, 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 komm. Na, hallo, ich hab was gedrückt. Wir haben mal das erste gleich am Anfang. Okay. Ist weiter nichts. Okay, also gehe ich jetzt mal davon aus, ich habe hier alles entdeckt. Der ist verschwunden. Ich habe gehört, was da drin ist. Werde es gleich sehen. Achso, eine Spinne. Ich hätte jetzt echt für einen Buhu gewettet. Sekunde. Komm her. Ich hätte jetzt eigentlich mit dem Buhu gerechnet. Ich nehme auch mit. So, dann ist da der Buhu. Das bewegt sich. Dann ist da der Buhu drin. Zeig doch. Komm, Buttersack. Okay.
Na, komm. Blöder Buhu. Nein, das war zu schwach. Hat gereicht. So. Show me the money. Rechts. Ich erstmal hoch. Ein Hundeknochen. Auch sehr nice. Oh, da hinten ist was. Okay, da komme ich jetzt erstmal noch nicht rüber. So hat es den Anschein. Oh. Luigi. Hier geht's nach unten in die Stollen, oder auch nicht? Mich würde ja schon interessieren, was dort unten so schlummert. Aber fürs Erste hat der Uhrenturm für uns Vorrang. In Ordnung? Na toll. Dann müssen wir jetzt die Tür nehmen. Oh, mein Kater macht schon wieder Lärm. Wieso hat der mich jetzt getroffen? Muss ich da vielleicht was reinwerfen? Hier ist weiter nix. Moment, da ist was. Warum ist immer nie? Sonst ist hier nichts weiter? Okay. Dann gehen wir mal. Ich sollte aufpassen, wo ich hier blitzdingse. Oh, du bist eine blöde Maus. Da fehlen die Zeiger. Oh, hello.
Fabelhaft, Luigi, du bist am Tor angekommen. Aber was ist das denn? Die Uhrzeiger von der Uhr, sie sind verschwunden. So, diese Geister sind wirklich mit allem Wasser angewaschen. Das Uhrturmtor kann ohne die Uhrzeiger nämlich nicht geöffnet werden. Und die Geister haben dafür gesorgt, dass wir draußen bleiben. Ich bin begeistert. Nun, eigentlich eher bestürzt als begeistert. Solch wuchtige Uhrzeiger könnten allerdings nur einen sehr starken Geist entfernt haben. Ich suche schnell die Umgebung nach Signalen paranormaler Art ab. Etwas Geduld bitte, ich sage dir Bescheid, wenn ich etwas finde. Ich habe es fast befürchtet. So, wo ist der nächste? Komm her. Wo ist der andere? Diesmal kriege ich dich instant. Da kann ich durchgucken. Spinne, Maus. Und ich muss die Uhr dann wahrscheinlich auf die Uhrzeit stellen, um auf 7:30. Das muss ich mir mal merken. Ich gehe einfach mal weiter. Ja, ich glaube, ich habe unser Zeigerdieb gefunden. Ich empfange ein starkes Signal von unter der Erde. Das müsste sie sein. Es scheint, als bräuchtest du einen besonderen Kompass, um dorthin zu gelangen. Das gute Stück solltest du oben im Konstruktionsbüro sein. Schau auf deine Karte. Ciao. Okay. Oh. Noch ein Toad, der auch runtergefallen ist. Muss ich doch irgendwie wegspringen können. Nein. Okay, jetzt habe ich dich. So, den legen wir mal ganz kurz hier ab. Alter, der war fies. Jetzt sammeln wir das jetzt mal auf.
Das funktioniert leider nicht. So, das ist auch gar keine Tür, die verfügbar wäre. Ach Mist. Das war einfach nur dumm von mir. Nein. Blöden Dinger. Ich hatte den schon vorher erwischt, das ist unfair. Spinne. Danke. Na, ich will erstmal die Money. Und du haust mich nicht ab. Dann drehen wir es einfach mal auf. Ernsthaft? Ich hasse diese Dinger. Du kommst ja auch nicht. So. Da ist der Kompass. Luigi. Oh. Hello. Na, na, na. Was haben wir denn da? Oh, das ist ganz klar der Kompass, den wir suchten. Den will ich mir gleich näher anschauen. Fertig zum Abflug. Easy. Aber leider zu viel Energie verloren. Naja. So gesehen nicht schlecht, aber leider, wie gesagt, zu viel Energie verloren. Das ist ein bisschen ärgerlich. An was erinnert mich das hier? Das kommt mir so eine Serie bekannt vor. Mit so einer ähnlichen Art. Könnte das von Captain N gewesen sein? Es ging ja flott, Luigi. Willkommen zurück. Schade, schade. Ich dachte nicht, dass uns das Finstermondstück so viel Ärger bescheren würde. Diese frechen Phantome haben wirklich nur Flausen im Kopf. Na, wo wir schon beim Thema sind, lass uns doch schnell den Schreck weg 0915 entleeren. Ich habe da so einiges für dich. Neues extra verdient. Und zwar...
Düsterlampe Stufe 3. Düsterlampe gelungen. Nun verbrennst du dir fast nie mehr die Hände. Auf zur Geisterjagd. Gut, dann zeig mir doch mal diesen falschen Spezialkompass. Ach du rostige Rassel-Kette. Das ist ja erstaunlich. Ich werde wohl ein Weilchen brauchen, bis ich die schönen Stücke untersucht habe. Schau doch in der Zwischenzeit mal unter die Git-Speicher vorbei oder so. Okay. Dann würde ich sagen, geht es beim nächsten Part weiter mit Luigi unter Tage. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor 3. Tschö, tschö.